Hey, moin Dennis, grüß dich. Hey Jens, ne? Hey, wie bist du zufrieden mit deinem Model 3 jetzt? Ja, super. Ich bin sogar damit im Urlaub gewesen jetzt. Im Urlaub? Wo warst du denn? Auf Malle. Was? Ja. Auf Malle? Mit dem Auto? Ja. Mach keinen Scheiß, ey. Und ganz ohne Supercharger. Ohne Supercharger? Ja, ja, funktioniert. Wie hast du das denn gekriegt? Ja. Das geht doch gar nicht. Ja, aber du bist ja wieder da irgendwie. Ja. Hey, hast du noch Zeit, mir das mal zu erzählen auf dem Kaffee? Ja, gerne. Ja, super, komm rein. Ja, cool. Lass machen. Okay. Wer ist der Mann, der so verrückt ist, mit einem Model 3 nach Mallorca zu fahren und das ohne Supercharger-Nutzung? Ja, mein Name ist Dennis Dietz, 37 Jahre alt, bin Ingenieur, komme aus der Windkraftbranche und habe mittlerweile einen eigenen Online-Shop für Ladezubehör. Store and Charge. Genau. Ich blende die Adresse nochmal unten ein. Und du warst so verrückt und bist mit dem Model 3 nach Mallorca gefahren. Und noch verrückter, du hast nicht mal Supercharger benutzt. Ja. Also das letzte Abenteuer der Menschheit hat Dennis durchgezogen. Ich habe es zumindest probiert, ich sage mal so. Ja, du bist ja wieder hier, also irgendwie musst du es geschafft haben. Ja. Und mich würde das echt mal interessieren, erstmal, wie du auf die Idee gekommen bist, mit einem Elektroauto jetzt, auch wenn es ein Tesla ist, mit dem ja eigentlich Langstrecke kein Problem ist, aber warum bist du mit dem Elektroauto nach Malle gefahren? Ich meine, das sind doch wie viele Tage? Drei? Mit drei Übernachtungen sind wir hingefahren. Also es geht aber natürlich auch schneller. Ja. Wir wollen uns aber jetzt mal ganz stressfrei oder den Stress nicht antun. Also für dich war sozusagen der Weg schon das Ziel? Ja, absolut. Also nicht unbedingt Vollgas und möglichst schnell da sein, sondern ein bisschen was sehen unterwegs? Oder? Genau, ich war noch nie am Bodensee, ich war noch nie am Genfersee. Das sind natürlich alles Orte gewesen, die sich dann auch angeboten haben, mitzunehmen. Und wenn ich jetzt so eine Reise mache, ich meine, ich würde mir ja quasi in die Hose machen. Ich würde vor allem mir irgendwie listenweise irgendwelche Ladepunkte ausdrucken oder irgendwelche Apps runterladen, wo ich vorher schon weiß, nach 250 Kilometern muss ich da und da laden und alles planen. Oder hast du das auch so gemacht oder bist du spontan losgefahren? Mehr oder weniger spontan losgefahren. Also es ist jetzt ja natürlich auch nicht so gewesen, dass ich... kurz nachdem ich das Fahrzeug hatte, jetzt direkt nach Mallorca gefahren bin, also ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Gerade in Deutschland habe ich einfach gemerkt, ist die Ladeinfrastruktur deutlich, deutlich besser als ihr Ruf. Man kommt so, gerade mit dem Tesla auch sehr sorgenfrei von A nach B. Und natürlich habe ich grob geguckt, wie sieht das dann außerhalb Deutschlands aus, in Europa. Und also da sah die Ladeinfrastruktur auch super aus. Als Notnagel habe ich natürlich nochmal Plug Surfing als zusätzliche Karte gehabt. Oder Stichwort Karte, genau. Also ich würde jetzt, sagen wir mal, eine Handvoll Ladekarten mitnehmen und hätte immer noch Angst, dass irgendwelche nicht gehen. Aber du hattest zwei mit? Ja, genau. Also die Plug Surfing und die SWB-Stromtankkarte. Genau, genau. Er ist ja noch verrückter. Ja. Es wird immer verrückter, Leute. Also, und damit bist du quasi quer durch Europa gekommen. Ja. Und du hast mir vorhin erzählt, du hast fast immer nur die Stromtankkarte benutzt. Genau. Also bis in die Schweiz hinein funktioniert das auch sehr gut. Mhm. Da habe ich dann tatsächlich einmal auf die Plug Surfing ausweichen müssen. Und da gab es dann auch ein Erlebnis, ab dem ich dann irgendwann gesagt habe... Ja, da kommen wir gleich zu. Fangen wir erstmal an. Also wenn du jetzt hier losgefahren bist, das heißt, du hast irgendwie abends vorher, wie man das so macht, vollgeladen. Ne? Ja. Und dann morgens gestartet. Und du hast die Ladestopps jetzt nicht nach Akkustand ausgesucht, sondern... nach deinen persönlichen Bedürfnissen, wenn du Hunger hattest oder wenn du warst mit deiner Frau gefahren, ne? Genau. Nicht genau, alleine, zu zweit. Partnerin, ja. Oder Partnerin, genau. Ja. Und da habt ihr gesagt, okay, hier ist schön, hier halten wir mal an und laden, oder wie war das? Naja, also wir sind nach menschlichen Bedürfnissen tatsächlich dann meistens angehalten an den Ladestationen. Also ihr habt nicht den Akku ausgereizt, sagen wir mal, 350 Kilometer und dann jetzt aber noch 10 Kilometer Rest, jetzt muss ich, oder? Nicht immer. Also später, als man dann doch immer mal ankommen wollte, hat man auch mal so einen kompletten Akku fast mal leer gefahren. Aber gerade auf der Hintour, weil wir sehr, sehr entspannt losgefahren sind, haben wir gesagt, okay, jetzt... Aber ihr seid schon Autobahn gefahren, oder seid ihr an Straße? Autobahn, auf jeden Fall. Okay, und aber an den Autobahnen habt ihr jetzt nicht die Schnelllader genommen, also auch die Ionity nicht. Zumindest im Norden gibt es ja noch nicht so viele. Sondern da habt ihr dann doch, seid ihr ausgewichen auf andere. Du hast mir erzählt, in Kassel wart ihr beim IKEA, ne? Habt ihr bei IKEA geladen. Das war eine Ladestation oder Ladestopps bei IKEA, die ein bisschen gemacht, ausführlicher war, wo man dann wirklich auch... Teelichter gekauft und so, Servietten, was man so macht bei IKEA, ne? Genau, genau. Hauptsache, ihr hattet noch Platz im Auto für die ganzen Billigregale. Ja, Platz war massig, ja, also kein Problem. Auch der Vorteil, wenn man nach Mallorca reist, man kann auch ein bisschen Kleinkram mitnehmen. Ja, stimmt, Model 3 hat ja guten Stauraum.
Und wie gesagt, die Ladestopps an den Autobahnen in Deutschland, die waren jetzt nicht immer am Schnelllader, hast du gesagt. Du hast auch mal an 50, also schon 50 kW, aber jetzt nicht 100 kW oder so, Ja. auch schon mal relativ gemächlich geladen, hast du gesagt. Naja, aber eine halbe Stunde Pause, eine Viertelladung vom Auto ist ja auch schon mal was. Da kommt Also man ein das heißt, bisschen du weiter hast an. einfach die Pause genutzt, um irgendwas aufzufüllen Ja. und war gar nicht wichtig, dass er voll wird, ne? Genau. Weil du ja eh stehst. Wenn du schon stehst, kannst du auch dich anschließen. Das war der Hintergedanke. Also natürlichen Bedürfnissen nachgehen, was zu essen kaufen, auf Toilette gehen, was weiß ich. Und in der Zeit einfach mal den Akku laden, soweit es Also geht. bist du auch einer der ganz seltenen Autofahrer, die es ja scheinbar, also es muss selten sein, weil ich immer wieder höre, alle Verbrennerfahrer fahren 1000 Kilometer durch ohne Pause. Aber das machst du auch nicht. Du machst auch öfter Pause, habe ich jetzt gerade rausgehört. Ja, gerne. Und es fühlt sich nicht nach einer Zwangspause an. Das ist Ja. ja das Erstaunliche. Also man ist eigentlich auch viel entspannter unterwegs, deiner Meinung nach. Absolut, total, ja. Also der Urlaub fängt schon an, wenn man Bremen verlässt. Genau. Es gibt jetzt böse Zungen, die sagen, wenn man Bremen verlässt, ist es immer am besten, aber da schneide ich gleich wieder raus. Ich bin ja selber Bremer, sorry. Die erste Übernachtung, die war in München, glaube ich, hast du erzählt, Ja. ne? Und München ist ja jetzt auch eine relativ große Stadt, die hat bestimmt viel mehr Elektroautos als hier in Bremen. In Bremen gibt es irgendwie gerade mal 400. Und wie ist das in München mit Ladestationen gewesen? Erstaunlich gut, glaube ich. Also das war Du ja, konntest auf jeden Fall irgendwo laden, ich ne? Habe konnte ich gehört. laden. Ich wusste auch genau, wo wir übernachten werden. Also das war auch schon geplant. Das war eine Wohnung, die wir Ja. gestellt bekommen haben von Freunden. Habe ich mich aber auch vorher nicht informiert, wo kannst du denn da laden? Erst als wir da angekommen sind, eingecheckt haben, in so eine Wohnung, habe ich mal die App aufgemacht und gesagt, ja, Ja. cool, 200 Meter weiter sind Ladestationen. Hingefahren, es war ein sehr, sehr dicht besiedeltes Gebiet, Ja. alles komplett zugeparkt. Zwei Ladestationen waren da, drei Ladepunkte waren besetzt und schön ein Slot für mich noch frei gewesen. Also dieses Bild hätte es in Bremen nicht gegeben. Obwohl es ja in Bremen mittlerweile doch relativ viele gibt von der SWB, aber zumindest nicht mehr als eine auf einen Haufen. Aber ich sehe schon hier auf dem Foto, das war ein Foto mitgebracht, dass da auch einige Plug-ins laden, also zwei Plug-in-BMWs und jetzt zwei Model 3. Das eine, das weiße ist dann deins. Und dann hast du mir noch erzählt, dass die Münchner Polizei doch irgendwie doch recht streng ist, selbst mit Elektroautos. Ne? Erzähl nochmal diese Begebenheit da. Ja, genau. Also am nächsten Tag, das gehört dann auch ein bisschen zum Programm, einfach mal Oktoberfest besuchen. Da ganz entspannt Ladestationen in der Nähe gesucht und haben erstmal so aus dem Blickwinkel einen Golf gesehen, eine Ladestation mit einem Strafzettel. Ja. So, und ich wollte mal gucken, was das denn hier in München kostet, wenn man so einen Strafzettel kriegt. Bin da hingegangen, habe auf den zweiten Blick gesehen, nein, es ist ja tatsächlich ein E-Golf, passt ja alles, aber warum hat er einen Strafzettel? Okay, und auf den dritten Blick dann gesehen, das steht falsch herum, es war eine Einbahnstraße. Aber Das heißt, der er Golf hatte. musste, er musste ja falsch rumstehen, weil er sich sonst nicht hätte anschließen können. Ja, sein Kabel wäre zu kurz gewesen, ja, Also andersrum. Aber selbst da zieht das die ist Münchner echt Polizei bitter. durch, ja. Das ist wirklich bitter. Ja, ich glaube, das wird es in Bremen so nicht geben. Ich habe auch schon mal falsch rumgestanden, weil ich laden musste und hätte mich nicht anders anschließen können. Ja. Das geht ja manchmal nicht anders, wenn die Ladeklappe an der falschen Stelle ist. Ich kriege hier regelmäßig Mitteilungen auf meiner Windschutzscheibe, wenn ich über Nacht mal falsch rumstehe. Echt? Ja, Hier in Bremen? ja. Ich weiß nicht, von wem die kommen, aber zwischendurch Aber nicht klebt von der dann so ein, Polizei. nicht von der Polizei, Achso. wahrscheinlich Fahrradfahrer, warum auch immer, Wenn du hier so selbsternannten auf dem Rentner stellst. Schmierzettel, Sie stehen falsch herum. Ja, toll. Ausrufezeichen. Okay. Ja, und dann ging es von München weiter über Österreich und in die Schweiz. Ne? Und da war in der Schweiz, da hast du das erste Mal Probleme gekriegt, habe ich gehört von Genau. dir. Also durch Österreich auch sehr elegant durchgekommen in der öffentlichen Ladestation, mit einem Destination Charger in dem Hotel in der Nähe Habt ihr wieder vom übernachtet in Bodensee. Österreich? Nochmal für die, die sich mit Tesla nicht so auskennen: Destination Charger sind Ladestationen, die Tesla zum Beispiel Hotels zur Verfügung stellt, also kostenlos, damit die dort für Tesla-Fahrer zur Verfügung gestellt werden. Die können dann dort kostenlos laden und das ist natürlich ein Wahnsinnsvorteil. Das heißt, du fährst in Urlaub oder fährst zu einer Übernachtung, checkst im Hotel ein und die haben auf ihren Parkplätzen eine Ladestation für dich und du kriegst kostenlos Strom. War bei mir, wo ich in Österreich war, vor einem knappen Dreivierteljahr war das, war bei mir auch so, mein Hotel hatte einen Destination Charger. Das ist echt eine tolle Sache.
Also ich habe das auch, gibt's auch nur gehört bis jetzt, dass in Österreich so gut ist. Ist wirklich sehr weit verbreitet dort. In Deutschland auch ganz gut, aber Österreich, glaube ich, ist fast kein Hotel, was das nicht hat. Mhm. Sagte Dennis auch schon, ja. Und so nach der Übernachtung in Österreich bist du jetzt in die Schweiz gefahren und warst quasi auf dem Weg nach Toulon, wo du mit der Fähre dann übersetzen wolltest. Und in der Schweiz, Genfersee, wolltest du mal ein bisschen spazieren gehen und laden. Und dann, was ist dann passiert? Naja, genau. Also das sind ja auch so die Vorzüge, die Elektrofahrer dann in den Ladepausen sehen. Hm. Die Ladepause, gerade wenn sie länger ist, bewusst für den Spaziergang nutzen, Landschaft erkunden. Und so auch unser Plan gewesen am Genfersee. Ja. Also 3-4 Stunden Aufenthalt am 11-kW-Lader, die man natürlich dann auch braucht, ja, um das Auto voll zu kriegen, nutzen. Gerade das Wetter war super, alles wunderbar, Ladestation rausgepickt. Mhm. Auch vom Ladezustand alles super gewesen, dann im Prinzip wären 20 Kilometer ungefähr noch drauf gehabt. Aber ja, die Ladestation angefahren, sie war nicht da. Oh. Keine Ahnung, wie die jetzt da in dieser App gelandet ist, ob das jetzt eine private Wallbox war, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall war sie jetzt nicht da. Und das sind so die ersten Ärgernisse, die man dann irgendwo hat. Da bist du ins Schwitzen gekommen mit 20 Kilometern Rest und keine Ladestation zu sehen. Ja, ja, genau. So, und man möchte ja auch unbedingt jetzt so die Landschaft genießen, die Sonne geht unter. Ja, da wird der Plan das erste Mal so richtig durchkreuzt. Naja. Und was hast du dann gemacht? Dann zückt man natürlich nochmal die App, guckt, wo ist die nächste. So, glücklicherweise 10 bis 15 Kilometer weiter ist eine gewesen, die wir auch angefahren haben, die aber wiederum nicht funktioniert hat. Das nächste Problem. So, ja. Und dann gehen die Schweißperlen so langsam los. 5 Kilometer Restreichweite, ja, oder was? Genau, ja. Und dann guckst du nochmal natürlich wieder in die App. So, welche App hast du benutzt übrigens? Plugshare meistens in den Situationen. Ja, genau. Und dann parallel mit unserer SWB-Karte, um zu gucken, sind die im Tarif drin oder nicht. Mhm. So, aber so in der Reihenfolge dann in der Regel, genau. Da fängt man dann nochmal abzuwägen und guckt dann doch nochmal, so, ist hier vielleicht auch mal Supercharger in der Nähe. So die letzte Rettung. Wäre auch wirklich am Flughafen gewesen, ja. Für 15 Kilometer weiter. 5 Kilometer weiter etwa, aber auch wiederum direkt am Genfersee nochmal eine öffentliche Ladestation. So, also hattest du die Wahl mit 5 Kilometer Rest, entweder 15 Kilometer zum Supercharger. Zur sicheren Variante, mit 30 die auch funktionieren wird. Oder so, ne? Ja. Wobei du ja 10 Kilometer deine Restreichweite überzogen hättest. Ja. Oder 5 Kilometer zu einer weiteren öffentlichen Ladestation, die vielleicht wieder nicht funktioniert. Ja. Und dann mit 0 ankommen. Ja. Und du hast dich für Letzteres entschieden. Genau. Also hast du aber Glück gehabt. Habe ich Glück gehabt. Hat tatsächlich funktioniert. Und ich wollte ja auch auf Teufel komm raus den Genfersee nochmal sehen. Und dann okay. So, und deswegen habe ich das alles in die Waagschale geschmissen und bin das Risiko gegangen. Mhm. Und ist aufgegangen. Also statt schönen sonnigen Nachmittag haben wir dann irgendwo dann den Sonnenuntergang dort. Ja. Zumindest noch mitgekriegt. Also ihr seht, man sollte sich immer doch noch ein bisschen Reserve lassen. Ja. Aber ich wäre auch mit 20 Kilometer jetzt noch nicht ins Schwitzen gekommen. Mit 5 Kilometer Rest ist dann schon langsam ein bisschen knapper. Ne? Aber es hat ja geklappt. Und ich kann nur sagen, also ich bin auch noch nie liegen geblieben. Irgendwie kann man immer mal laden. Selbst wenn es mit Schuko ist, zur Not in irgendeinem Haus fragen. Ja, genau. Das geht genau, immer. Ne? Genau. Also das habe ich auch noch mal als dritte Option noch mal abgecheckt. Hm. Wo gibt es hier Hotels, die einen Destination Charger haben? So, ich glaube, wenn man da ganz lieb fragt, ja, und natürlich. Vielleicht auch mal ein Käffchen trinkt, genau. Dann kriegt man auch ein bisschen was. Denke ich auch. Ja. So, und als ihr jetzt in Frankreich wart, in Toulon, da seid ihr dann mit der Fähre rüber. Ne? Also das heißt, der ganze ökologische Vorteil des Elektroautofahrens durch Europa war dann mit der Fähre wieder zunichte? Oder wie kann man das sehen? Das war wahrscheinlich leider. Keine Erdgasfähre. Nee. Aber das ist ja die einzige Möglichkeit, um auf die Insel zu kommen. Ne? Ja. Wie lange fährt die? Über Nacht oder ist das tagsüber? Also es gibt mehrere Möglichkeiten, die man da buchen kann. Mhm. Wir haben uns für die Nachtfähre entschieden, sind sehr spät Nachmittag auf die Fähre gestiegen, waren früh morgens da. Und genau. Und dann seid ihr in Malle angekommen und der Akku war leer und ihr konntet nicht laden. Oder wie war es? Ja, das sind auch so Fragestellungen gewesen, mit denen ich mich im Vorfeld auch ein bisschen auseinandergesetzt habe. Ich habe natürlich erstmal geguckt, gibt es da überhaupt einen Supercharger auf Mallorca? Gibt's es rein. Gibt einen im Aufbau. Ich zeige euch mal eben, wie gut Mallorca mit Ladestationen ausgestattet ist. Ich habe hier mal einen Screenshot von der ChargeMap-App aufgerufen.
Und da sieht man doch, dass es auf dieser ja, relativ großen Insel doch einiges an Ladestationen gibt. Und wo wart ihr genau? In welchem Ort? Ja, wir waren jetzt eigentlich ziemlich da mittig. In Mallorca, Siniu war der nächstgrößere Ort. Okay. Also man kann eigentlich so ziemlich in der Mitte von der Landkarte da. Aber in dem Ort selber gab es nichts zum Laden. Da gab es auch eine, ja. Da gab es auch eine, aber die ist hier gar nicht eingezeichnet, scheinbar. Ja. Du musst reinzoomen, dann sieht man die. Also da habe ich auch ein Bild zu, wie die aussah. Das ist die mit den Schildern gewesen. Die hier. Genau. Ja, die ist cool, ja. Da sieht man die Ladestation ja kaum. Aber das war auch ein 11 kW-Lader, oder? Das sind 22 kW. Gut, Tesla lädt ja nur mit 11 kW. Aber das war wirklich sehr, sehr erstaunlich. Jedes kleinere Örtchen oder jedes etwas größere Örtchen hat mindestens eine Ladestation. Ja. Also das war die erste, die ich angefahren habe, nachdem ich aus der Fähre gestiegen bin. Mhm. Also ich habe einen goldenen Tipp gekriegt von jemandem, der auch mit der Fähre gefahren ist. Man wartet natürlich, bis es dann losgeht, auf die Fähre fahren zu dürfen. Mhm. Und ich bin da mal rumgelaufen und mal geguckt, so gibt es hier denn noch mehr Elektroautos, die auf die Insel rübersetzen möchten. Ja. Einen einzigen Hybrid habe ich entdeckt. Und auf der Fähre selber war keine Steckdose zum Anstecken. Hätte ja auch sein können. Da sind Steckdosen, habe ich gesehen. Natürlich hat man da so ein bisschen das Auge für, aber ich wollte gar nicht den Stress anfangen oder die Diskussion erst führen, weil die Jungs sind da sehr, sehr auf zeitoptimiertes Arbeiten ausgelegt. Ja. Also die hätten da jetzt gar kein Ohr für gehabt, ja, okay, nach einer Ladestation zu fragen oder nach einer Lademöglichkeit. Und wie gesagt, dieser Hybridfahrer, mit dem ich auch ein Gespräch geführt habe, ist jetzt auch nicht das erste Mal mit dem Auto auf Mallorca gewesen und hat mir mal so den Tipp gegeben, halt doch einfach irgendeine Ladekarte an die Ladestation, dann geht das schon. Und komplett kostenfrei. Auf der ganzen Insel oder nur bestimmt? Auf der ganzen Insel. Also das heißt, du hast deine SWB-Karte oder welche? Ja, genau. Davor gehalten, damit der RFID-Chip irgendwie was freischaltet und dann richtig, ging es. Genau. Dann machen sich die Dinger auf und du kannst ja überall laden. Also super. Im Vorfeld, und das war auch nochmal so das Einzige, was ich, oder eine der wenigen Sachen, die ich geplant habe sozusagen, ich habe geguckt, dass unsere Finca eine Steckdose irgendwie hat. So, beim Durchgucken der Bilder, der Fincas, die in Frage kamen, habe ich eine gesehen mit einer Steckdose außen, so gesagt, der Rest passt auch, die nehmen wir. Und da hast du dann so nachts 3,4 oder 7 kW geladen. Ja, maximal, so, aber habe ich halt auch nicht gebraucht. Das wäre jetzt nur so eine Notfalllösung gewesen. Mhm. Ja. Also die Touren, die du gemacht hast, wie lange warst du überhaupt da auf Mallorca, auf der Insel jetzt? Wie viele Tage? 8 Tage waren wir. 8 Tage. Und dann hast du sozusagen, bist du irgendwo hingefahren und hast dich da, wo du hingefahren bist, immer angeschlossen? Also hast du quasi deine Orte ausgesucht nach den Ladestationen oder umgekehrt? Nein, gar nicht. Also die Insel ist jetzt ja auch nicht so super groß. Ne? Also wie viele Kilometer bist du so am Tag rumgegurkt? Es waren schon meistens 50 bis 100 Kilometer. Na gut, da hält man ja. Also, der Akku hält ja auch ein bisschen. Ja, ja, genau. Mhm. Aber das ist ja wirklich klasse. Also auch als Tipp für die, die nach Mallorca fahren wollen mit dem Elektroauto. Momentan kann man das scheinbar noch umsonst laden. Ich denke nicht, dass das jetzt ewig so bleiben wird. Also Mallorca hat auch ganz klar die Strategie ausgerufen, die Insel zu elektrifizieren. Ach so, ja? Ist da sozusagen politisches Programm? Das ist genau politisch gefördert. Man pusht dann den Ausbau der Ladestation. Und umso erstaunter war ich eigentlich auch, warum es so wenige Elektrofahrzeuge auf der Insel gibt. Okay, und die Tage auf Mallorca waren natürlich viel zu schnell zu Ende und dann bist du wieder nach Hause gefahren, wieder dieselbe Strecke, 3 Tage oder wie hast du es dann gemacht? Nein, also nach Hause musste ich etwas zügiger. So, und okay. Das war auch wiederum eine schöne Erfahrung. Wie ist es denn, wenn du wirklich mal ein bisschen unter Zeitnot bist? Ich hatte 24 Stunden Zeit, so mehr oder weniger plus minus nach Hause zu kommen. Inklusive Fähre? Nee, nicht inklusive Fähre. Okay. Also ab Toulon, sage ich mal. Mhm. So. Und natürlich haben wir jetzt auf der Hintour auch nicht die effizienteste Route gewählt. Ja. Da war auch so das Motto, Weg ist das Ziel, Landschaft sehen, Österreich, Schweiz, Bodensee, Genfersee. Aber ja, zurück ließ sich das auch trotz der effizienten Route auch mit einer schönen Landschaft kombinieren. Also da sind wir die Côte d'Azur runter, über Italien dann direkt hoch, quer durch die Schweiz hoch. Und aber da habt ihr dann Supercharger genutzt? Da haben wir überwiegend Supercharger genutzt, genau. Weil es einfach schneller geht. Genau, richtig. Mhm. Und wie würdest du jetzt zusammenfassen, so auf der Hinfahrt, die ganze Ladeinfrastruktur im Vergleich jetzt mit Rückfahrt-Supercharger, der Unterschied, also wenn du jetzt keinen Tesla hättest, wie wäre das für dich jetzt, was würdest du sagen als Fazit, das Supercharger-Netzwerk im Vergleich?
Ist das noch ein Alleinstellungsmerkmal für Tesla oder? Ja, absolut, absolut. Also auch da merkt man das auch erst, wenn man es wirklich einmal gemacht hat, am eigenen Leibe, warum Tesla auch so erfolgreich geworden ist. Weil es einfach dieses Gesamtkonzept anbietet. Nicht nur Elektroauto, man braucht auch die Infrastruktur dazu. Und das beides zusammen, Tesla plus das Supercharger-Netzwerk, funktioniert einfach. Es ist ein sorgenfreies Fahrvergnügen. Ja. Und du bist jetzt, die Reise war jetzt wie viele Kilometer insgesamt? Weißt du das ungefähr? Ich habe einen Counter gestellt, als ich losgefahren bin, ab nach Malle. Als ich zurückgekommen bin, also inklusive dann der Kilometer auf Mallorca, circa 4.500, die ich dann auf dem Tacho hatte. Das habe ich doch hier auch irgendwo gesehen. Warte mal, wo war denn das? Ach da, genau. Und du hast insgesamt einen Durchschnittsverbrauch von 17,6 Kilowattstunden gehabt. Ja. Das ist ja phänomenal. Nicht wirklich viel, also phänomenal, muss ich sagen. So, auch die Angabe finde ich interessant. Knapp 800 Kilowattstunden insgesamt verbraucht, was jetzt ja circa 10 bis 11 Ladungen sind. Ja. Volle Ladung. Und hättest du so eine Autofahrt auch mit dem Verbrenner gemacht oder wäre das nicht in Frage gekommen? Vermutlich nicht, aber ich glaube auch wirklich aus ökologischen Aspekten. Ich meine, es wird sich jetzt am Ende auch nicht viel tun, ob man einen Verbrenner fährt, Flugzeug fliegt. Aber also das Fahren selber im Elektrofahrzeug ist ja auch nochmal eine deutliche Nummer entspannter. Mhm. Also die Erfahrung habe ich ja zum einen auf Mallorca selber gemacht. Kann ich auch aus meiner Sicht bestätigen, muss ich sagen. Bereits dieses Jahr in Dänemark auch mal Urlaub gemacht. Also das hat uns dann vollends überzeugt. Dass wir das mal also eine Längenstrecke probieren. Bei mir auch tatsächlich so, seitdem ich das Elektroauto habe, und das ist jetzt ja schon über ein Jahr, das Model S, und da fahre ich total gerne Langstrecke tatsächlich. Also wir sind ja früher auch mit dem Auto in Urlaub gefahren. Damals hatten wir die Mercedes B-Klasse für die Familie und jetzt fahren wir alles mit dem Model S. Und ich weiß, dass ich mit dem Verbrenner eigentlich immer keinen Bock hatte, wenn wir jetzt, sagen wir mal, nach Italien oder Frankreich gefahren sind, die irgendwie 14 Stunden oder 16 Stunden über 2 Tage verteilt Autofahrt, die habe ich eigentlich gehasst. Und mittlerweile, wo ich mit dem Model S unterwegs bin, ich freue mich jedes Mal wie ein Schneekönig, wenn ich Langstrecke mit dem Auto fahren darf, weil das einfach für mich so entspannt ist. Es ist total bequem, es ist leise, es vibriert nicht, man hat keine Kopfschmerzen. Ja, ja. Also es ist irgendwie, das ist schon Urlaub. Das Fahren an sich ist jetzt plötzlich schon Urlaub und das war vorher mit dem Verbrenner nicht so. Genau. Also ich bin ja auch früher sehr, sehr viel gefahren, auch mit dem Verbrenner. Ja. Und gerade diese Probefahrt mit dem Model S, die hat mich auch aus diesem Aspekt absolut überzeugt. Also es ist ja eine Wellness-Oase auf 4 Rädern gewesen vom Gefühl. Gerade wenn man dann auch danach wieder in seinen Verbrenner einsteigt und den Motor anschmeißt, das ist wirklich der Wahnsinn. Mhm. Ja, Mensch, Dennis, tolles Erlebnis, muss ich sagen. Also es juckt mich schon fast in den Fingern, irgendwie nächstes Jahr auch mal nach Mallorca mit dem Auto zu fahren. Wobei ich habe, glaube ich, noch andere Ziele in Südeuropa, die ich noch abklappern möchte. Aber für mich wäre das zumindest eine Option. Ich muss auch mich outen. Ich fliege nicht. Nicht nur aus ökologischen Gründen. Ich habe tatsächlich auch Flugangst. Und von daher war ich auch noch nie auf Mallorca. Und das wäre mal eine Möglichkeit, mit dem Auto dahin zu fahren. Auf die Idee wäre ich überhaupt noch nie gekommen. Also schön, dass du mir den Tipp gegeben hast. Ja, ja. Und falls du eine Finca kennst mit Steckdose, ne, kannst du mir gerne weiterempfehlen. Ja, gerne. Schön, dass du da warst, Dennis. Ja, und dass du mir das mal alles erzählt hast. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und der Dennis hat es wirklich gemacht. Er ist mit dem Model 3 von Bremen nach Mallorca und zurückgefahren. Und wie ihr seht, geht es ohne Probleme. Nicht nur mit dem Supercharger-Netzwerk, auch mit einem, sage ich mal, anderen Elektroauto außer Tesla wäre das gegangen. Und wenn ihr das nachmachen wollt, könnt mir gerne Kommentare schreiben, falls ihr von Dennis irgendwelche Adressen braucht, denke ich mal, dass er gerne bereit ist, was rüber zu schicken. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Jahreswechsel, kommt gut ins Jahr 2020 und bis zum nächsten Mal. Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, macht's gut. Ciao. Ciao.